Hier sind wir also wieder zurück bei einer neuen Umbruch STG in England in der Premier League. Wir übernehmen die Wolves, die bekannt dafür sind, sehr viele portugiesische Spieler zu verpflichten. Wir werden eigentlich genau dieser Tradition auch nachkommen, haben natürlich bereits alle offiziell verpflichteten Spieler, wie unter anderem Gonçalo Guedes oder Sascha Kalajdzic natürlich mit dazugepackt. Und ansonsten werden wir genauso alle Abgänge wegtransferieren und wollen dann mit den Wolves im besten Fall innerhalb von 2 Spielzeiten Minimum auch einmal nach Europa. Ich hoffe, der Traum geht in Erfüllung. Soweit so gut, das auf jeden Fall mal hier zum Intro. Wenn es euch gefällt, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar mit weiteren Teamvorschlägen unten rein und abonniert sehr, sehr gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Bald steht FIFA 23 vor der Tür. Ich bin gehypt. Ich hoffe, euch geht's genauso. Jetzt gehen wir noch ganz kurz in die Werbung mit meinem Partner World Football und danach starten wir direkt ins Video. Ein absolutes Muss für jeden Fußballfan unter euch. Wir sehen die kompletten Ergebnisse, unter anderem meiner Roma. Ein deutliches 4:0, eine Niederlage gegen Udinese. Wir sehen die Top-News in der Bundesliga. Eintracht-Kapitän Brode fällt vorerst mal länger aus. Genauso habt ihr natürlich alle Spieler im Live-Ticker heute noch in der Serie A bei mir, wenn das Video online geht, für euch dann gestern. Auch die Champions League natürlich, die in greifbarer Nähe ist. Ihr habt zu jedem Spiel auch die Möglichkeit, tatsächlich dann die Highlights anzuschauen. Aber genauso könnt ihr auch Live-Spiele hier mitverfolgen oder beliebte Videos, gerade die Zusammenfassungen in der Premier League oder ganz vieles mehr. Ihr habt unglaublich viele Möglichkeiten und vor allem ist euer Lieblingsteam immer im Vordergrund, wie bei mir, der 1. FC Köln, die Roma und das deutsche Nationalteam. OneFootball, kostenloser Download, jetzt ganz oben in der Videobeschreibung. Und dann sind wir auch schon hier, wie versprochen, also mit den Wolves in der ersten Spielzeit mit unserer Startelf im 4-3-3 offensiv mit Gonçalo Guedes, Neuzugang also von Valencia. Dann haben wir Jimenez, wir haben Neto auf der anderen Seite, Podence bei mir geplant auf der 10, hinter ihm Neves zusammen mit Nunez, auch er ein Neuzugang von Sporting. Dann haben wir Johnny Collins, ebenfalls ein Neuzugang vom Absteiger FC Burnley, Kilme und Semedo und Saar ist hinten drin im Tor. Das Team, was raussticht. Natürlich die Transferpolitik, ganz viel aus Portugal. Dann haben wir Sascha Kalajdzic, Hang He-chan, der ehemalige Leipziger, Traoré ist auch wieder mit zurück, Moutinho, dann haben wir Ruddy, wir haben Aidnouri und Marçal und ja, auf der Reservebank auch noch den ein oder anderen Spieler, aber ihr merkt selber zum einen, der Kader ist nicht unbedingt mega groß und schon gar nicht richtig breit, wir haben aber trotzdem die Möglichkeit mit der Startelf und auch der Bank doch ganz gut Qualität auf den Platz zu bringen und um noch mehr Qualität diesem Kader zu verleihen, haben wir knappe 53 Millionen an Transferbudget und wollen natürlich auch hier ein bisschen was machen. Das Ganze gerne auch natürlich gemessen an der Realität, wo unter anderem noch immer Interesse an Jason Denaya besteht, belgischer, natürlich Nationalspieler. Eigentlich ein richtig guter, hat einen auslaufenden Spielervertrag. In dem Fall, in der Realität, ist er eigentlich auf dem freien Markt. Wir müssten eine Ablösesumme zahlen, wäre ich aber auch bereit dafür. Hat eine 78, könnte uns natürlich verstärken. Und das Thema Portugal, auch hier natürlich präsent, Gonçalo Inácio. Auch das wäre natürlich ein ganz großer Kandidat hinten drin. Wir lassen das Ganze einfach mal auf uns zukommen und alles Weitere würde ich, wenn überhaupt dann, in Sachen Transfers in die zweite Spielzeit packen. Denn im Endeffekt haben wir jetzt ja schon eine richtig gute Phase. Wir haben eine richtig gute Mannschaft, wollen eigentlich kaum was verkaufen und im Endeffekt mit dieser Mannschaft dann reingehen. Gerne noch ein neuer Innenverteidiger, aber ansonsten sind wir wirklich überragend aufgestellt. Auch wenn es trotzdem so ein paar Kandidaten gibt, wo man sagt, die könnten eigentlich ziemlich gerne gehen. Fernando Marschall, Brasilianer, ziemlich alt, könnte ich mir einen Abgang vorstellen. Auch hier Adama Traoré nach seiner Zeit beim FC Barcelona ist er dort nicht wirklich glücklich geworden, kaum zum Stammpersonal gehört, nicht unbedingt eingeschlagen und deshalb zurück bei uns. Der Spanier ist auch ein Verkaufskandidat und Hueva und Chiquinho habe ich hier jeweils auf die Leihliste gepackt, sodass die vielleicht bei einem anderen Club dann Spielpraxis sammeln könnten. Da natürlich auch noch sehr viele Spieler von uns weg ausgeliehen sind, werden die im nächsten Jahr dann auch noch zurückkommen, dann könnten wir natürlich nochmal richtig aktiv werden auf dem Transfermarkt. Gibbs White ist ja unter anderem gefühlt für eine Rekordablöse zu Nottingham Forest gewechselt. Ich meine sogar über 30 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht. Haben wir ja noch Cudrone, der auch mittlerweile zurück in der Serie A ist, nicht bei Empoli, sondern bei Cremonese, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Aber hier auch noch Vinagre. Also wir haben schon keine schlechte Mannschaft und im Notfall kann man solche Jungs auch jederzeit zurückholen. Aber wir haben Planungssicherheit. Abgesehen von Marçal und Ruddy bleiben jeder dieser Spieler mal Minimum noch für 2 Spielzeiten bei uns. Sollte nichts Ausgefallenes passieren, ist ganz klar. Freigabesummen haben wir auch wirklich ausnahmslos überall rausbekommen. Somit haben wir Planungssicherheit, können in unsere 2 geplanten Spielzeiten gehen, indem wir, das habe ich bereits im Intro gesagt, auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen. Und wenn es richtig gut läuft, vielleicht auch mal oben angreifen, so die Top 7. Ich weiß, die Qualität der anderen Clubs ist deutlich höher als unsere, aber Träumen ist ja wohl erlaubt. Ja, natürlich gibt es Teams wie City, wie Liverpool, wie United, wie vielleicht auch tatsächlich Leicester oder Chelsea, Arsenal und wie sie nicht alle heißen, die sicherlich besser sind als wir. Wenn wir aber gegen die Teams unter uns, die vermeintlich Schwächeren, die Punkte holen, direkte Duelle vielleicht auch mal für uns entscheiden, dann kann eventuell auch mal was nach Europa gehen. Wenn aber nicht, dann ist es so. Ich würde aber auf jeden Fall mal gerne in einer von beiden Spielzeiten unter den Top-Teams der Top 10 stehen, sage ich jetzt mal, und vielleicht, wie gesagt, Europa
Europa, würde mich auf jeden Fall extrem freuen. So ist der Fokus in der Premier League und der Fokus ist national im Carabao Cup oder auch FA Cup so, dass ich gerne die ein oder andere Runde auch überstehen würde. Vorbereitungsturnier also gegen Internacional, Atletico Mineiro und Flamengo, also drei brasilianische Teams. Die Gruppenphase, ja, das müssen wir überstehen. Das ist auch natürlich unser Ziel, um gerade auch das Konto noch weiter aufbessern zu können. Ja, was soll ich sagen? Vorbereitungsturnier gut? Nicht so gut. Ihr seht es ja selber. 3 Spiele, 3 Niederlagen, 4:1 Gegentore. Es ist wirklich unfassbar. Also ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit so einem deutlichen Ergebnis im negativen Sinn. Heißt natürlich auch hier, finanziell bleibt es ziemlich eingeschränkt, wobei die Möglichkeiten ja trotzdem extrem groß sind. Ob jetzt ein paar Millionen mehr oder weniger, da kommt es nicht drauf an. Aber für die Wirtschaftlichkeit wäre das eigentlich für mich ganz wichtig gewesen. Jetzt ist es so, gegen 3 vermeintlich deutlich schwächere Teams haben wir Punkte liegen lassen, haben alle 3 Spiele verloren. Ja, ich hoffe, dass es hier richtig schlecht war und in der Liga dafür umso besser werden wird. Bevor wir es jetzt dem Zufall überlassen, gehen wir direkt mal rein in die Transferverhandlungen mit Olympique Lyon. Die Lyonnais ist natürlich hier bekannt für richtig gute Jugendarbeit unter anderem, aber auch dafür, solche Spieler wie jetzt in dem Fall Jason Denayer einfach auch mal nach vorne zu bringen. Und ich glaube, die Amtszeit oder die Zeit bei ihm, von ihm, bei Lyon war dann durchaus positiv. Der belgische Nationalspieler könnte zu uns wechseln. Ja, noch ist Lyon da so ein Stück weit hartnäckiger, als ich das eigentlich erwartet hatte. Aber bei hoffentlich jetzt dann um die 15,5 Millionen lenken sie ein. Wir gehen nochmal rein und 15,5 ist dann okay, in dem Fall für Peter Bosch, der ja eigentlich tatsächlich Trainer von Olympique Lyon. Und somit von den Transferverhandlungen rein in die Vertragsverhandlungen. Und wir wollen den Belgier jetzt fix. Wir wollen den neuen Innenverteidiger und würden uns im Vergleich zu Collins auch um 3 Ratingpunkte verbessern. 4 Jahre, das ist okay für ihn. Noch hat er, glaube ich, in der Realität keinen neu aufnehmenden Verein. Bei uns, es ist die Premier League. Ja, er bekommt ein bisschen Geld, aber gerne darf er auch auf ein bisschen was verzichten. Ja, wir haben ein bisschen niedriger gestapelt. Er kommt dann mit einem Gegenangebot und treffen tun wir uns bei 56.000. 4 Jahre Vertragslaufzeit und unser erster Neuzugang ist fix. Großes Interesse bei Gonçalo Inácio und deshalb wollen wir jetzt direkt da sein und wollen natürlich, ja, so ein Stück weit die Suppe der anderen Interessenten versalzen und deshalb heißt es hier, komm, wir stapeln auch gerne mal ein bisschen höher, knappe 33 Millionen. Sporting kommt uns dann schon deutlich entgegen. Bei 34 könnten wir uns treffen und genau so ist es auch. Der Vertreter von Sporting lenkt ziemlich schnell ein. Das war ja komplett gut. Großes Interesse tatsächlich allgemein aus der Premier League, denn jetzt nicht nur neben uns war es tatsächlich auch Newcastle, Liverpool und Arsenal, die am portugiesischen Youngster hier festgehalten hatten. Und wir aber haben Stand jetzt hier auf jeden Fall mal den Zuschlag bekommen. Wahrscheinlich so um die 30.000 Gehalt. Es sind nur 27,5. Deutlich mehr als zuvor natürlich. Also mehr um das Vierfache tatsächlich sogar gesteigert. Aber das hat er sich verdient. Hat ein starkes Rating und könnte neben Denayer oder Kilman tatsächlich dann doch auch plötzlich mal in der Startelf stehen. Heißt also Denayer für 15,5 und heißt Inácio hier für 34 Millionen. Und damit haben wir unsere 2 Transfers direkt fix. Viel mehr wird nicht passieren, wenn dann nur noch in Sachen Abgänge. Und da ist auch schon was passiert. Habt ihr euch vielleicht auch denken können, denn ansonsten wäre es ziemlich schwer geworden, den Transfer so zu realisieren. Aber gleich gibt es dazu auf jeden Fall mehr. Ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, Denayer mit Inácio einfach direkt mal ins kalte Wasser zu werfen. Beide in die Startelf, beide gehen auf jeden Fall rein. Und was ich jetzt gerne auch noch ändern würde, ist die Taktik. Denn ich würde gerne nicht so arg in die Breite, dafür aber mehr die Tiefe, also die Höhe dann in dem Fall erhöhen. Aufbauspiel, ja, gerne so die Läufe in die Spitze. Das gibt es doch, glaube ich, eigentlich auch hier, genau. Und dann gerne auch mit einem schnellen Aufbau. Ein bisschen mehr Spieler dürfen gerne im Strafraum sein. Und dann hoffe ich, dass das genau das passende Spiel zu unserer Mannschaft ist. Das Konto wieder aufgefrischt, denn Adama Traoré verlässt den Verein Gel-Bundesliga. 28,2 Millionen, Totti, Hoeva, weiter geht's noch mit Marçal. Die zwei haben wir verliehen, Marçal für 5,2 verkauft und Chiquinho zu Crystal ebenfalls verliehen. Heißt also, unterm Strich haben wir eine gute Transferphase hinter uns, wie ich finde. Also wir haben 5 Abgänge, 4 davon sind ausgeliehen. Nee, Traoré ist tatsächlich neben Marçal hier noch der Verkaufte. Also 3 ausgeliehen, 2 verkauft und im Endeffekt 2 auch neu dazu gewonnen. Mit Denayer und auch Inácio. Und die sind beide dann auch direkt mal hier in der Startelf. Sollen hoffentlich auch richtig gut dann zum Zug kommen. Und im 4-3-3 offensiv ist es schon ziemlich riskant, aber ich hoffe, dass wir für unser Risiko belohnt werden. Ja, so viel zum Thema belohnt. Am ersten Spieltag wurden wir das bei Leicester City, dann aber 4-1 gegen die Spurs verloren und auch direkt im Pokal 1, Runde 1 Carabao Cup bei Endstation gegen Huddersfield im Elfmeterschießen und auch gegen United Endstation. Ja, okay, es war ein schwieriges Anfangsprogramm und noch hat das nichts zu heißen, aber trotzdem wissen wir natürlich auch, Pokal aus Nummer 1 bedeutet auch, dass das natürlich direkt auch ein Ziel ist, was wir nicht mehr erreichen können und das Manager-Rating ist somit das essentiell Wichtigste an der ganzen Sache und der Vorstand erwartet auch einen Champions-League-Platz in der Premier League? Top 4? Ich meine, die Mannschaft ist gut, versteht mich nicht falsch, aber Top 4 ist doch nie und nimmer realistisch.
Also ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber der Start alleine gegen die Spurs und gegen United haben uns komplett in unsere Schranken zurückgewiesen. So wie der Monat Dezember bis dato aussieht, lief es dann auch tatsächlich die ersten 3 Monate weiter durch. Wir bleiben ohne einen Sieg, wollte ich gerade sagen, dann gewinnen wir hinten raus gegen die Gunners. Es ist wirklich unfassbar. Es ist so brutal schwer und wir stehen auch nur auf Platz 11, haben 28 Punkte. Das wiederum kann sich eigentlich sehen lassen. Wir haben also ja 18 Punkte Vorsprung auf den FC Brentford. Aber trotzdem, ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Ich meine, noch ist auch Europa nicht unrealistisch, denn Platz 7 würde das hier dann hier in der Premier League bedeuten. Aber ihr wisst ja selber, ja, die letzten paar Ergebnisse, die waren nicht so stark. Ich meine, wir können echt froh sein, dass wir dann gegen Arsenal noch gewonnen haben. Und der FA Cup ist vielleicht jetzt unsere letzte Hoffnung. Morecambe ist da unser erster Gegner. Im Carabao Cup war ja leider Gottes direkt Endstation. Und auch da Morecambe im Halbfinale gegen Coventry City. Also die könnten hier tatsächlich als unterklassiger Club oder unterklassigerer Club, ja, weil ich glaube, die spielen ja nicht mal in der zweiten Liga, sondern vielmehr dritte oder vierte, gegen Coventry City ins Finale einziehen. Dann entweder Leicester oder United. Das ist natürlich, nee, nicht Leicester, sondern Newcastle. Eine doch ziemlich große Chance für ein so kleines Team. Das ist unsere Mannschaft, das nächste Ziel, die 80 Plus. Da bedarf es auf jeden Fall noch eine Verbesserung bei Inacio und auch bei Podence. Und viel mehr ist es nicht. Also es ist eine starke Truppe, dementsprechend wahrscheinlich auch die Erwartungshaltung, die bei mir ein bisschen höher war. Es gab zum Rückrundenauftakt einen 2-1 Auswärtserfolg im Old Trafford bei Manchester. Gegen den FC Morecambe wollen wir, müssen wir weiterkommen. Und das gelingt uns auch. Gedesch mit einem Doppelpack, ziemlich früh und ziemlich spät. Aber wir waren hochverdient auch jetzt hier die bessere Mannschaft und verdient dann auch weiter. Das ist nur der Anfang. Wir wollen weitermachen und gerne auch mit ein bisschen Losglück. Wird immer besser. Southampton gewonnen, der FC Brentford auch. Und jetzt wartet Bristol City, also Runde 4 FA Cup. Auch hier sind wir der haushohe Favorit und werden hoffentlich dieser Rolle gerecht. Wir gehen direkt rein und es gibt ein 4-1. Let's go. Nunez Doppelpack und Heejan auch Doppelpack. Zwischenzeitlich Collins nur mit dem 3-1 Anschlusstreffer. Wieder verdient. Wieder weiter. So kann es weitergehen. Let's go. Jetzt kommen wir langsam in Fahrt hier. Ein perfekter Monat also jetzt. Den kompletten Januar haben wir für uns entscheiden können. Hier ist noch kein Pokalspiel. Hier sind aber dann wieder deutlich stärkere Gegner. Und dann wartet halt direkt leider mit City ein unfassbarer Brocken. Jetzt gibt es dann auch eine Niederlage hier gegen Arsenal. Gegen die Spurs gibt es auch nur ein Unentschieden. Aber egal. Wir müssen ja auch nicht jedes Spiel gewinnen. Aber immer mal wieder zwischendrin Erfolg. Gelingt auch nicht gegen Leicester. So gut der Januar auch war, so schlecht ist der Februar gegen West Ham auch nochmal eine Niederlage. Oh, wow, wow. Wir könnten uns komplett verabschieden für dieses ganze Jahr. 66er Manager-Rating und vielleicht endet diese Umbruch-STG auch mit einer Entlassung. Ja, Molineux-Stadion. Wie spricht man das aus? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Molineux wird es geschrieben. Ich vermute beinahe eine Aussprache hier auf Französisch. Gegen Manchester City wird Endstation sein. Gehe ich fest davon aus. Ein 3:1! Yes, Mann! Raúl Jiménez mit der Führung. Dann Jesus und wieder mal Heejan. Doppelpack in 99 und 119. Minute. Und damit schlagen wir völlig überraschend aus dem Nichts Manchester City. Nach City kommt Derby County. Das sehen wir jetzt im Stade Municipal. Natürlich nicht das offizielle Stadion hier von dem Team, ehemals Wayne Rooney als Trainer. Aber natürlich wollen wir auch hier wieder weiterkommen. Wer City schlägt, muss auch Derby schlagen. Die noch mit Bilic hier in Führung gehen. Dann aber Nunez und Podence. Ich wollte beinahe schon sagen, die Portugiesen gehen voraus. Aber ja, das trifft ja gefühlt auf jeden einzelnen Spieler bei uns zu. Jetzt müsste das Halbfinalticket gebucht sein. Wir kommen dem ganz großen Ziel plötzlich immer näher. Halbfinale, gut, Finale nicht unbedingt möglich. Aber egal, das habe ich auch gegen City gesagt und wir konnten dann 3-1 gewinnen. Jetzt im Wembley wartet Liverpool. Naja, wenn wir das gewinnen, haben wir allergrößte Chancen, aber wir verlieren leider mit 2-0 Mané und Minamino. Natürlich beide eigentlich gar nicht mehr bei den Reds. Aber wie gesagt, in den Umbruch-STGs passe ich ja immer alles wieder auf den Anfang an, dann Updates herunterladen und lediglich bei dem Team, wo ich dann reingehe, die aktuellen Transfers. Heißt also, ja, wir haben es ganz gut gemacht. Liverpool zieht es ins Finale und wir waren im Halbfinale. Und das kann sich trotzdem wirklich sehen lassen. Jetzt müssen wir halt den Fokus auch in der zweiten Spielzeit drauflegen, dass wir die Wolves A etablieren. Das gelingt uns, glaube ich, aber richtig gut. Und zum anderen wollen wir einfach auch eine Mannschaft werden, dass man Angst hat, gegen die Wolves zu spielen. Dass man denkt, ah ja, hier gewinnen wir safe. Nein, das soll nicht sein. Man soll schon riesen Respekt vor uns haben. Und das bauen wir uns jetzt in der ersten Spielzeit auf und wollen es in der zweiten dann definitiv perfektionieren. Jetzt gibt es die Auflösung. Ende der ersten Spielzeit. Wo
Haus stehen die Wolves und es ist Platz 9 und tatsächlich der einstellige Tabellenplatz. Und wir sind hier hinter den Spurs, die gar nicht international spielen. Arsenal nur in der Conference League, Europa League, United und Leicester. Dann haben wir vor uns noch Aston Villa, Liverpool, City und der FC Chelsea, die tatsächlich die Premier League gewinnen. Abgestiegen vielleicht auch noch wichtig Norwich, Watford und Brentford. Ja, wir können uns nicht beklagen. Ich bin super zufrieden und stolz auf diese Truppe. Gerade hinten raus haben wir uns dann doch nochmal ein bisschen mehr gefestigt, sind stabiler geworden und vor allem auch konstanter im Merseyside Derby. Zugleich im Finale vom FA Cup schlägt Liverpool den FC Everton mit 3:0 und im Carabao Cup gewinnt Manchester United gegen Coventry City, die hier tatsächlich Morecambe geschlagen haben und Newcastle unterlag dann hier den Red Devils. Wir gucken ganz kurz noch auf die Königsklasse, da gewinnt Paris gegen Liverpool. In der Europa League ist der Sieger Bergamo gegen Leipzig und in der Conference League ist es hier Tottenham gegen Sevilla. Tatsächlich also die englischen Teams auch hier ziemlich präsent gewesen. Heißt also dann doch, dass Tottenham international spielt und damit 8 englische Teams international. Auch das ist eine richtig coole Sache. Mein Plan fürs nächste Jahr, einen neuen Zehner, gerne auch neue Außenverteidiger und ansonsten bin ich eigentlich echt super zufrieden. Was dann passiert, kriegt ihr natürlich auf jeden Fall mit. Jetzt gibt es noch ganz kurz die Statistik für euch. Hier bei Saar 5:0, aber es ist eben die Premier League. Die Erwartungen da halten sich in Grenzen. Die ersten direkten Torbeteiligungen dann auch zuhauf bei Nunez 6-7, 7-13 bei Neves. Das ist richtig gut. Potenza auch mit 8-5. Dann haben wir 12-7 bei Gedesch. Wang hier 16-6 und der ist eigentlich gar kein Stammspieler. 17-2 Jimenez, auch Sasa Kalajdzic hat ein bisschen was gemacht. Und ansonsten, ja, ist es ziemlich normal und alles in einem ganz gemütlichen Bereich. Nichts Weltbewegendes, aber auch keinesfalls was Schlechtes. Und hier sind wir dann auch in der zweiten Spielzeit angekommen. Ein deutlich anspruchsvolleres Vorbereitungsturnier als noch im Vergleich zum ersten Jahr. Wir treffen auf Sporting, Ajax und die Roma. Im ersten Jahr hat es nicht funktioniert. Vielleicht brauchen wir bessere Teams, um das Ganze vielleicht auch ein bisschen ernster nehmen zu können. 120 Millionen. Der Vorstand erwartet 2 Schlüsselspielerverpflichtungen und einen, der wichtig für die erste Mannschaft ist. Also ich habe Bock und ich habe dafür auch schon einige Ideen und der Fokus nur auf Portugiesen. João Palhinha in der Realität zum FC Fulham gewechselt, also ein Deal diesbezüglich gar nicht unrealistisch. Dann haben wir Ricardo Pereira, ich meine hier jetzt eigentlich mal bei Liverpool, aber wenn man mal von Leicester ausgeht, wo er aktuell ja gar keine Rolle mehr spielt, ist der verletzt? Ich weiß es gar nicht. Ist auch das nicht ganz so unrealistisch? Diogo Costa als vielleicht Backup-Keeper kann man auch immer gut gebrauchen und Rafa Guerreiro entweder als Linksverteidiger oder mit dem Move, den auf die 8er- oder 10er-Position umzustellen, wo er ja natürlich dann einen unglaublichen einen Push bekommt. Das ist die Idee dahinter. Aber jetzt müssen wir uns ranhalten und der erste Deal, den ich für die Innenverteidigung plane, weil ich da tatsächlich aktuell die größte Schwäche sehe, ist João Palhinha. Da würde sehr viel Geld draufgehen, aber ich setze mich dran und für euch gibt es später den kompletten Überblick, denn mit jedem einzelnen Deal will ich jetzt nicht unbedingt reingehen, weil ich glaube, da bedarf es unfassbar viel Geschick und ich hoffe, dass wir das dann auch erfolgreich später in solchen Deals bemerkbar machen können. Da haben wir unsere ersten beiden Neuzugänge. Rafael Guerreiro 15 Millionen und Aiden Nouri im Tausch. Nicht wundern, ja, der hat sich jetzt durch den Deal, durch den Tauschdeal deutlich verbessert für uns, aber egal, er hat keine Rolle gespielt, denn eigentlich hatte er nur eine 79, ist jetzt plus 2 hoch. Dementsprechend, ja, den Spieler plus 15 Millionen eben hier für den Portugiesen Nummer 1 und für den Portugiesen Nummer 2 zahlen wir 53. Und mit beiden Deals kann ich richtig gut leben und bin äußerst zufrieden, denn wir haben jetzt auf jeden Fall mit Palhinha einen neuen Innenverteidiger und mit Guerreiro einen neuen Achter. Den Plan stelle ich euch jetzt direkt mal vor. Also entweder ist der Plan, dass wir Johnny verkaufen und dann entweder halt Semedo oder Pereira auf die andere Seite packen. Jetzt aber ist erstmal primär der Plan, dass wir Nunez auf die 10 packen, da verbessert er sich tatsächlich sogar. Podence kann dann hier mit auf die Bank und dann anstelle von Gibbs White, der natürlich in der Realität jetzt bei Nottingham untergekommen ist, wird dann eigentlich Rafa Guerreiro stehen, der da plus 5 tatsächlich hat. Als eigentlicher Linksverteidiger wäre er bei 0. Heißt, er würde Stand jetzt auf eine 88 gehen und würde das natürlich komplette Team weiter voll mit Portugiesen gefühlt ausstatten. Wenn wir Johnny noch mit Pereira ersetzen, dann haben wir hier ausnahmslos Portugiesen, hier auch. Dann wäre nur noch Jimenez als Mexikaner der einzige Ausländer, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und die Naya ist auch hier noch immer ein richtig starker Backup. Also wir können wirklich auch richtig gut aus der Breite hier mit diesem Team jetzt mittlerweile agieren. Und einige davon sind natürlich auch noch immer Verkaufskandidaten, ist ganz klar. Denn die Wirtschaftlichkeit soll ja trotzdem noch immer ganz gut im Hintergrund laufen. Wo wir letztes Jahr in der Gruppenphase alle 3 Spiele verloren haben, gab es hier in der Gruppenphase keine einzige Niederlage. 2 Unentschieden, 1 Sieg, 5 Punkte, Einzug ins Halbfinale und da unterlagen wir dann leider dem
im OGC Nizza, aber trotzdem weitergekommen als im Vorjahr. Vielleicht ist das ja ein gutes Omen. Durch mittlerweile ein paar weitere Verkäufe ist jetzt auch der Transfer von Ricardo Pereira durchaus realisierbar. Wir gehen rein mit dem FC Liverpool. Wir wollen Potenz im Tausch. Nee, das kommt für mich nicht in Frage. Lieber zahlen wir ein bisschen mehr, um den Transfer zu realisieren. Aber Liverpool weiß sicherlich auch, wie all anderen Teams auch, was wir an finanziellen Möglichkeiten mittlerweile haben. Aber 40 Millionen ist die Übereinkunft hier und der Deal wird auch natürlich jetzt direkt über die Bühne gehen. Und auch mit unserem Ersatzkeeper klappt es jetzt. 45,1 Millionen, das ist die Freigabesumme von Diogo Costa, der sich also vom FC Porto jetzt in Richtung Premier League aufmacht und hier auf langfristige Sicht natürlich unterschreibt. Für uns dreht sich jetzt eh erstmal nur noch um dieses Jahr. Vorausgesetzt, wir spielen international, denn dann würde ich wahrscheinlich sogar noch ein Jahr dranhängen. Er kriegt eine deutliche Gehaltssteigerung, nahezu das Vierfache im Vergleich zu zuvor in der portugiesischen Liga NOS. Und dieser Deal ist fix und damit sind wir jetzt offiziell fertig mit unserer Transferphase, denn das seht ihr hier jetzt im Überblick. Palinha, Guerreiro, Pereira und Costa, all unsere Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Ermöglicht das Ganze nur durch Verkäufe. Collins 16,5 Millionen zu Milan, Sassuolo holt Gilles für 18,3, Vinagre Dortmund 17, Gibbs White 21,1 zu Roma, Sanderson zum 1. FC Köln verliehen und Real sichert sich die Dienste vom Linksverteidiger Johnny für knappe 29 Millionen. Und damit haben wir hier nur ungefähr einen Profit minus 30. Der Vorstand sagt hier Schlüsselspieler. Haben wir doch. Ach ja, ja, ist noch nicht offiziell. Verpflichte einen wichtigen Spieler für die erste Mannschaft. Position Stürmer haben wir jetzt nicht gemacht. Wir gucken natürlich noch nach der Jugend, weil da auch mittlere und damit ziemlich hohe Priorität für uns. Aber ansonsten ist das unsere Mannschaft. Pereira, Linksverteidiger, Inacio zusammen mit Palinha. Und es ist eine geile Truppe. 80 plus, check. Und wir wollen angreifen. Und ich hoffe, dass wir uns mal Minimum für die Europa oder zumindest halt mal Conference League qualifizieren. So kann man doch mal reinstarten. 3 Siege in der Liga, alle 3:0. Und auch im Pokal Carabao Cup ging es weiter. Und das, obwohl der Gegner nicht wie im letzten Jahr Huddersfield, sondern diesmal Watford hieß, ja, durchaus wahrscheinlich ein bisschen besser. Gruppenspitze, ja, in der Tabelle hier, erster, 9 Punkte, maximale Punktausbeute, mit uns nur noch Southampton überraschend und auch Manchester City. Also, eine richtig gute Startsaison, würde ich jetzt einfach mal behaupten hier. Neves weiter Kapitän und wie gesagt, abgesehen von Jimenez haben wir nur noch Portugiesen in der Startelf. Pereira wird jetzt auch offiziell umtrainiert hier als Linksverteidiger, dann ist er jetzt auf der Position, wo er dann auf langfristige Sicht auch bleiben soll, kriegt einen weiteren Entwicklungsplan und dann haben wir echt eine richtig geile Truppe. Und ich habe auch die Hoffnung, dass wir komplett durch die Decke gehen werden. Hier sind wir dann auch schon im Winter angekommen. Blicken wir zurück und es ist Platz 4, deutlich besser noch als im Vorjahr. Wir haben tatsächlich 11 Siege, haben hier 5 unentschieden und 4 verloren. Das sieht doch richtig gut aus, auch wenn es nach hinten noch immer extrem spannend ist. Wir sind noch weiter mit von der Partie. Im FA Cup starten wir jetzt rein gegen Cheltenham. Im Carabao Cup, weiß ich nicht, sind wir nicht mehr mit dabei, waren hier im Viertelfinale dort dann gegen Leicester verloren. Davor haben wir gegen Bristol City gewonnen, haben hier gewonnen gegen Colchester United und hier gab es dann auch einen Erfolg für uns, oder nicht? Nee, war da dann erst die dritte Runde, die Einstiegsrunde? Ich dachte, wir haben schon viel früher gespielt, aber anscheinend, ja, war es dann wohl erst hier gegen Colchester United. Aber gut für uns natürlich, das Viertelfinale kann sich sehen lassen, FA Cup startet jetzt rein. Aber ja, wie gesagt, der volle Fokus ist jetzt erstmal auf die Liga. Denn wenn wir noch eine weitere dritte Spielzeit hinterher haben wollen, dann müssen wir unter den Top 7 Teams der Liga stehen. Der letzte Monat macht doch eigentlich Hoffnung, vielleicht sogar für eine mögliche Champions League im nächsten Jahr. Ja gut, der dann weniger. Es ist Platz 4, let's go! 1 Punkt vor den Spurs! Und nächstes Jahr werden wir nichts machen in Sachen Transfers, aber wir gehen in eine dritte Spielzeit, weil wir uns ganz knapp nur 4 Punkte, dann wäre es nur die Conference League gewesen, aber wir haben uns ganz knapp qualifiziert. United ist wieder mal Sieger in der Premier League. Waren sie das nicht schon letztes Jahr? Keine Ahnung, auf jeden Fall sind wir Vierter und das ist alles, was ich wollte. Wir gucken ganz kurz noch auf den FA Cup, der geht auch an United. Wir waren wieder mal im Halbfinale, wieder verloren gegen Liverpool. Carabao Cup geht hier an die Spurs gegen Leicester City und die Wettbewerbe interessieren uns noch nicht. Nächstes Jahr ohne Transfers gehen wir einfach nur noch rein in die dann anstehende Champions League Spielzeit. Ja, und was wir hier dann halt machen, wir haben Inacio, wir haben Killman, wir haben Dinaya. Einer wird halt spielen. Ja, ich mache jetzt einfach mal Killman wieder mit rein, weil Inacio auch nicht in der besten Form ist. Aber ansonsten, ja, es ist eine geile Mannschaft. Also die hat das Zeug dazu, auch durchaus ein bisschen höhere Ansprüche hier zu stellen. Moutinho ist nicht mehr der Jüngste. Ronan kommt dafür jetzt rein. Und dann haben wir eine geile Truppe, die nächstes Jahr Champions League spielen darf. Das hat sie sich verdient. Statistisch gesehen gucken wir auch kurz rein. 7-0 bei Saar. 10 Tore gemacht. 7
vorgelegt bei Guerrero. Da kann man doch bestimmt jetzt die Entwicklung machen. Also hier geht er auf eine 88. Ganz, ganz wichtig. Aber das habt ihr ja jetzt live mitbekommen. Hat ja auf der 8 gespielt. Gedes 19,5. Neto 7,4. Hang 13,4. Auch das ist gut. Jimenez 27 Tore. 20 davon in der Premier League. Und nächstes Jahr kommt die Königsklasse, wo wir dann angreifen werden mit einer Mannschaft, die sich innerhalb von 2 Spielzeiten unfassbar verbessert hat. Erst am Ende der Saison schauen wir dann auf alle anderen Wettbewerbe, denn jetzt steht die Champions League im Fokus. Wir treffen nämlich hier auf Atletico Madrid, auf Beşiktaş Istanbul und auf Sporting Lissabon und hoffentlich auf eine erfolgreiche anstehende Gruppenphase. Wir sehen uns am 1. Januar direkt. Wir springen jetzt gleich mal den Februar voraus und wir spielen Champions League gegen Bayer 04 Leverkusen und blicken jetzt also mal auf die gespielte Gruppenphase hier. Zum Auftakt 1:5 verloren gegen Atletico, 2:0 dann Beşiktaş geschlagen, dann 3:2 Sporting, dann Sporting unentschieden, hier nochmal gewonnen gegen Atletico und verloren gegen Beşiktaş. Also ich glaube, ganz so souverän war es nicht unbedingt. Ja, die ganzen Wettbewerbe checken wir ganz kurz dann erst am Ende der Saison. In der Premier League sind wir übrigens Dritter, also das ist überraschend gut. Wollte ich aber eigentlich gar nicht hin, denn ich habe es mit der Champions League verwechselt. Da treffen wir auf Leverkusen. Wir sind hier Gruppenzweiter geworden und haben, glaube ich, mit der Werkself einen ganz guten Gegner, die zwar vor United gelandet sind, aber ich glaube, da kann man doch vielleicht auch eine Runde weiterkommen. Jetzt also die Werkself zu Gast bei uns bei Wolverhampton und wir wollen natürlich eine Runde weiter im Hinspiel. Gibt es da vielleicht schon Richtungsgrad? Nö, noch gar nicht. 0-0, torlos. Heißt also, in der Bayer-Arena entscheidet sich alles. Wir haben nur ein 48er Manager-Rating, was so viel bedeutet wie, wenn wir hier rausfliegen, dann war's das. Und ich glaube, dann fliegen auch wir als Trainer. Aber gut, dann ist es halt eben so. Wir wollten ja einfach auch mal nur Champions League spielen. Übrigens, Guerrero, der erste und einzige Spieler auf einer 90. Das muss man sich mal vorstellen, wirklich der absolute Wahnsinn. Und Neto in der 27. Spielminute mit dem 1:0. Ganz, ganz torarm, beide Spiele. Ja, 180 Minuten Minimum. Und davon ist nur ein einziges Tor passiert. Und das war Neto in Halbzeit 1 im Rückspiel. Ja, das ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, was der Vorstand von uns will. Es sieht doch alles richtig gut aus. Vielleicht muss ein Spieler, der wechseln will, hier abgestoßen werden. Inacio möchte wechseln. Oh, muss das sein? Semedo auch. Ja, das sind halt eben alles Stammspieler. Ich weiß nicht, was die erwarten. Neto hat eine Leihe gefordert? Sag mal, habt ihr einen Sockenschuss? Was ist denn los mit euch? Es kommt zu einem direkten englischen Duell und Palinha fehlt da aufgrund zu vieler gelbe Karten. Molineaux, keine Ahnung, wie unser Stadium heißt. Auf jeden Fall ist City zu Gast. Die kennen das natürlich, mal Minimum aus den letzten paar Premier League Spielzeiten. Und die wissen auch, wie man uns schlagen kann. Ja, was soll ich sagen? Goretzka, De Bruyne, Jesus. 0-4 und 0-5 gesamt? Hä? Gab's schon ein Hinspiel? Och nö, das war's mit der Champions League. Also ich meine, ja, nach einem 0-4 wäre es das so oder so gewesen und es hätte uns sicherlich auch ein einfacherer Gegner erwarten können. 34er Manager-Rating, ach hier, hä? Warum habe ich das denn übersprungen? Keine Ahnung, mein Fehler. Vermutlich dann auch nur eine Frage der Zeit, bis wir hier entlassen werden. Aber wir sind damit auch am Ende. Es ist völlig egal, wie jetzt noch die Premier League läuft und die anderen Pokale. Wir werden entlassen. Und das, obwohl wir überragende Arbeit geleistet haben. Hier zuletzt waren wir weiter auf Platz 3 sogar in der Liga. Aber gut, man kann nicht alles haben. Dann will es der Vorstand halt so. Es ist typisch FIFA. Wir kennen's. Aber vielleicht wird es ja im nächsten FIFA-Teil besser. Und vielleicht haben wir einfach dann auch ein bisschen mehr Glück. Aber ich habe richtig Bock auf alles, was noch kommt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ist zwar ein abruptes Ende, aber trotzdem habt ihr das Wesentliche ja mitbekommen. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.